Blackbeard ist Ruffys größter Rivale um den Titel vom König der Piraten. Gemeinsam mit seiner Bande jagt er mächtige Teufelsfruchtnutzer, um noch mächtiger zu werden. Doch die neueste Entwicklung schockiert uns alle. Nun möchte Blackbeard ein anerkannter König in der Weltregierung werden. Was hat es damit auf sich? Will Blackbeard wirklich nur der König der Piraten werden oder verfolgt er wie Ruffy einen anderen geheimen Traum? In diesem Video präsentiere ich euch diese spannende Theorie. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir erst einmal über Träume in One Piece sprechen. Träume sind ein sehr wichtiges Konzept in der Welt von One Piece. So gut wie jeder wichtige, namhafte und für die Story relevante Charakter hat einen gewissen Traum. Das macht natürlich auch irgendwo Sinn. Denn laut Robert McKee, dem GOAT, wenn es um die Prinzipien des Storytelling geht, schreibt in seinem Buch, dass eine gute Story erst durch starke antagonistische Kräfte entsteht. Um starke antagonistische Kräfte hervorzubringen, dürfen nicht nur die Protagonisten über ein Ziel verfügen, sondern auch die Antagonisten und Nebencharaktere. In One Piece sind die Träume der Charaktere ein Synonym für ihre Ziele. Denn durch die Träume der Charaktere wird die Story vorangetrieben. Sie leiten die Story von einem Storybeat zum nächsten. Ein Traum in One Piece ist oft sehr spezifisch. Ruffy will der König der Piraten werden, Zoro der beste Schwertkämpfer, Nami will eine Weltkarte zeichnen, Lissop will ein tapferer Krieger der Meere werden und Sanji das All Blue finden. Ihr kennt sicherlich auch die ganzen restlichen Träume der Strohhutbande. Das Erreichen von diesen Zielen ist aber nicht bei jedem gleich klar. Bei Ruffy ist es aber sehr simpel. Ruffy wird der König der Piraten, wenn er die Insel Laugh-Tale erreicht und das One Piece findet. Um das One Piece zu finden, muss Ruffy die vier Road-Poneglyphe finden und sie übersetzen lassen. Um aber die Road-Poneglyphe zu finden und sie zu übersetzen, benötigt er ein Schiff, eine Crew mit einer Person, die die Poneglyphe übersetzen kann. Außerdem muss er diese antiken Relikte auf der Grand Line finden. Und er muss erfahren, dass die Poneglyphe überhaupt existieren. Das ist ja auch nicht unbedingt Common Knowledge in der Welt von One Piece. Auch Zoros Ziel ist recht simpel definiert. Um der beste Schwertkämpfer in One Piece zu werden, muss Zoro einfach nur Falkenauge besiegen. Klingt simpel, ist aber halt natürlich mega komplex. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er lernen, seine Schwerter zu meistern, er muss alle drei Haki-Arten beherrschen und er muss lernen, wie Black Blades erschaffen werden. Ein Rätsel, welches er immer noch nicht gelöst hat. Andere Träume in One Piece sind dann doch etwas abstrakter in ihrer Erfüllung. Wie definiert man zum Beispiel, wann Lissop seinen Traum erreicht hat? Wann wird er zu einem tapferen Krieger der Meere? Zählt dazu ein Ereignis, zählen dazu mehrere Ereignisse, müssen die Riesen von Elbaf ihm dabei helfen? Ihr merkt schon, das Ganze ist etwas unklar definiert und im Laufe der Story wird es irgendwie definierter sein. Dann haben wir zum Beispiel Sanji und den All Blue. Das All Blue scheint zu einem Zeitpunkt in der Story existiert zu haben. Sonst würde es die Legende um das All Blue nicht geben. Bisher hat aber Sanji noch keine Bemühungen gemacht, um das All Blue zu finden. Er wird es am Ende zwar finden, aber so wirklich Relevanz erhält es aktuell nicht in der Story. Die Träume in One Piece sind sehr konkret. Das, was manchmal abstrakt sein kann, ist die Art und Weise, wie man diese Träume erreicht. Manche Träume haben konkrete Handlungsschritte und andere sind eher abstrakt. Wie eben bereits erwähnt, haben auch die Antagonisten in One Piece ihre Träume. Hody Jones wollte wie ein Tenryubitu Menschen auf der Fischmenscheninsel versklaven und er wollte der König der Fischmenscheninsel werden, um dann auf der Reverie die anderen Monarchen zu töten. Doflamingo wollte durch den Persönlichkeitstausch und dem Schatz von Mary Joa zum König der Welt werden, Big Mom will eine Nation erschaffen, in der alle Völker zusammenleben, Kaido will von Joy Boy besiegt oder getötet werden, um in die Geschichte einzugehen. Im Gegensatz zu unseren Protagonisten haben die Antagonisten eher Ziele, die im Kontrast zu unseren Helden stehen. Big Moms Traum von einer Nation, in der alle Völker zusammennehmen, klingt erstmal sehr positiv. Doch Big Mom will nicht, dass diese Völker so leben können, wie sie wollen. Das sieht man sehr schön in ihrer Vorstellung. Alle Völker sollen so groß sein wie sie, das impliziert, dass Big Mom will, dass sich alle an sie anpassen und sich verändern sollen, wenn sie in Totoland leben wollen. Wohingegen Ruffy sowas nicht von seinen Freunden und Verbündeten verlangen würde. Sie können bei Ruffy so sein, wie sie wollen. Kaido hingegen will in die Geschichte eingehen und nicht wie sein ehemaliger Kapitän vergessen werden. Um die Joyboy-Prophezeiung zu testen, ist Kaido bereit, ein Land zu versklaven, nur um zu sehen, ob die Prophezeiung wirklich wahr ist. An sich ein sehr interessanter Traum, der aber sehr viele negative Konsequenzen für viele Charaktere hat. Auch Nebencharaktere haben in One Piece Träume. Vegapunk will zum Beispiel unendlich kostenlose Energie für alle zur Verfügung stellen. König Cobra wollte die Samurai der Meere abschaffen und Vivi will ihr Volk beschützen. Oder versucht echt jedem Charakter einen Traum zu geben. Neben den klassischen offensichtlichen Träumen in One Piece gibt es noch eine weitere Kategorie von Träumen, nämlich die geheimen Träume in One Piece. Dazu zählen Träume von Charakteren, die wir in der Story noch zu wenig kennen, wie zum Beispiel Imu oder die Gorosei, oder aber von Charakteren, die uns von ihren geheimen Träumen noch nicht erzählt haben. Wie zum Beispiel der geheime Traum von unserer Favorite Gummibirne Monkey D. Ruffy. Seit Kapitel 585 wissen wir, dass Ruffy einen geheimen Traum hat. In diesem Kapitel erzählt Ruffy seinen Brüdern Sabo und Ace von seinem Traum. Dabei hören wir aber nicht, was Ruffy sagt.
Wir bekommen lediglich die Reaktionen der beiden mit. Sie finden Ruffys Traum absurd und kindisch. Sie akzeptieren jedoch Ruffys Traum. Dann teilen sie Sake und werden zu Brüdern. In Kapitel 966 erfahren wir dann, dass Roger, Whitebeard und Oden eine ähnliche Situation hatten. Auch Roger hat wohl einen geheimen Traum, den er mit Whitebeard und Oden geteilt hat. Auch die beiden fanden den Traum sehr absurd. Auch bei Roger erfahren wir nicht, um was es sich dabei handelt. Shanks, Rady und Yamato haben mittlerweile diese Parallele zwischen Ruffy und Roger und ihren geheimen Träumen aufgestellt. Shanks hat Rady vor 12 Jahren auf dem Sabaody die Archipel informiert, dass er einen jungen Mies Blue getroffen hat, der dieselben Worte wie Roger gesprochen hat. Damals dachten wir, Shanks meint Ruffys Ansprache aus Kapitel 1, dass er der König der Piraten werden will. Wie wir jedoch bei Rogers Talk mit Whitebeard und Oden herausfinden, gab es den Titel vom König der Piraten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, Ruffy und Roger können nicht über diesen Titel gesprochen haben. Yamato erfährt von der Connection der beiden, als Ace ihr von Ruffys Traum erzählt. Yamato erinnert sich in dem Moment daran, dass Oden in seinem Logbuch eine ähnliche Situation mit Roger geschildert hat. Roger hat nämlich damals dieselben Worte wie Ruffy gesprochen. Um was es sich dabei handelt, ja, das wissen wir aktuell immer noch nicht. In Kapitel 1060 erzählt Ruffy dann auch endlich seiner Bande von diesem geheimen Traum. Der Titel zum König der Piraten ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Ruffy muss der Piratenkönig werden, um diesen geheimen Traum zu erfüllen. Wie wir durch Ruffys Talk mit Rady wissen, bedeutet für Ruffy der Titel vom König der Piraten Freiheit. Das heißt, Ruffy muss frei sein und das machen können, was er will, um seinen geheimen Traum zu erfüllen. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt schon, ey, was hat Blackbeard mit Ruffys geheimen Traum zu tun? Ich glaube, dass Blackbeard genau wie Ruffy auch einen geheimen Traum verfolgt. Ich glaube auch für Blackbeard ist der Titel vom König der Piraten nur ein Mittel zum Zweck, um seinen wahren Traum zu erreichen. Doch um herauszufinden, was für einen geheimen Traum Blackbeard hat, müssen wir uns erst einmal die Charakterisierung von Blackbeard anschauen. Dabei ist der Kontrast, aber auch die Gemeinsamkeiten zu Ruffy sehr wichtig. Blackbeard und Ruffy sind natürlich Gegenspieler in der Story. Um einen guten Antagonisten für Ruffy zu kreieren, muss man sich anschauen, welche Werte Ruffy wichtig sind und diese Werte dann umkehren. Ruffy repräsentiert Freundschaft, Freiheit, Träume und einen unbrechbaren Willen. Oda hat mit dem ersten Kapitel, wo wir Blackbeard sehen, klargemacht, dass Ruffy und er einige Unstimmigkeiten haben. Ruffy hasst den Kirschkuchen in Mocktown, Blackbeard feiert ihn. Ruffy liebt das Getränk in Mocktown, Blackbeard hasst es. Danach beginnen die beiden ihren kleinen Wettstreit, wer mehr mitnehmen kann. Ruffy will 100 Packungen Fleisch mitnehmen, Blackbeard hingegen Kirschtorten. Wenn wir die beiden weiter analysieren, sehen wir noch weitere Kontraste zwischen den beiden. Ruffy ist ein Freigeist und geht von Abenteuer zu Abenteuer. Blackbeard hingegen agiert sehr kalkuliert und geduldig. Er war mehr als 20 Jahre ein Mitglied der Whitebeard Piratenbande, um an die Yami Yami Numi zu kommen. Diese Gerissenheit legt Ruffy nicht unbedingt an den Tag. Dafür ist Ruffy zu ungeduldig. Aber dafür hat Ruffy halt deutlich mehr Empathie als Blackbeard. Blackbeard hingegen geht deutlich kalkulierter vor. Nach dem Mord an Thatch wollte Blackbeard ein Samurai der Meere werden, dann in Simple Down einbrechen, Whitebeards Teufelsfrucht bekommen und seinem Kaiser aufsteigen. Blackbeard verfolgt also einen Meisterplan. Das ist natürlich alles noch irgendwo im Rahmen. Eine Aktion und ein Wert machen Blackbeard für Ruffy jedoch irredeemable. Die erste Aktion sollte, glaube ich, jedem One Piece-Fan klar sein. Blackbeard ist einer der Charaktere, der an dem Tod von Ace verantwortlich ist. Blackbeard hat Ace zwar nicht selbst getötet, jedoch hat er ihn an die Marine ausgeliefert, um dadurch zu einem Samurai der Meere zu werden. Das kann ihm Ruffy nicht verzeihen. Das haben wir bereits bei dem Aufeinandertreffen der beiden im Impel Down gesehen. Blackbeard hat auch eine ganz andere Sicht, wenn es um Nakama geht. Ruffy ist bereit, alles für seine Nakama zu tun. Blackbeard hingegen ist bereit, seine Nakama zu töten, um seine eigenen Träume voranzutreiben. Er hat Thatch ermordet, um an die Yami Yami Numi zu kommen und um so sein eigenes Piratenabenteuer zu starten. In Kapitel 1081 erfahren wir auch, dass Blackbeard von seinen Verbündeten nicht als Nakama denkt. Jedes Mitglied der Blackbeard Piratenbande verfolgt sein eigenes Ziel und jeder schlägt Profit von dem anderen. Wirkliche Loyalität scheint es untereinander nicht zu geben. Sie sind so lange in der Bande, bis sie Profit daraus schlagen. Solange Blackbeard voranschreitet und ihnen einen Mehrwert bietet, sind sie da. Die Strohhutbande hingegen arbeitet deutlich synergetischer und supportet sich gegenseitig. Wenn jemand aus der Bande geht oder ein Problem hat, dann wird der Person geholfen, wie bei Nami, Robin oder Sanji. Niemand wird allein gelassen. Alle sind Nakama und für seine Nakama sollte man da sein. Das ist ja eine der Kernbotschaften, die die Strohhutbande repräsentiert. Der größte Wertekonflikt zwischen Ruffy und Blackbeard entsteht also durch ihre unterschiedlichen Werte. Doch die beiden sind sich eigentlich ähnlicher als man denkt. Denn Blackbeard ist nicht nur eine Gegenthese zu Ruffy. Die beiden haben auch die ein oder anderen Gemeinsamkeiten. Blackbeard hat nämlich ehrlich gesagt viele ähnliche Dinge getan wie Ruffy auch. Blackbeard hat Warpul von der Ankunft der Strohhutbande aus Drum vertrieben, Ruffy hat Bellamy besiegt, weil er Cricket bestohlen und attackiert hat, Blackbeard hat einfach Circus weggehauen. Blackbeard ist auch in Simple Down eingebrochen und ausgebrochen, unter anderem aber aufgrund der Vorarbeit von Ruffy. Auf Marineford hat Blackbeard einen gewaltigen Auftritt mit Gefangenen aus dem Impel Down, genau wie Ruffy ein paar Kapitel vorher. Blackbeard ist wie Blau in Pokémon, überall wo man ist, war er schon oder hat es besser gemacht. Wisst ihr noch, wie der Dude einfach auf der MSN flext, dass er schon 40 Pokémon in seinem Pokédex registriert hat?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt im Game vielleicht 10 registriert. Oder wenn man die Top 4 besiegt, nur um dann zu erfahren, dass Blau schon der Champion geworden ist. Damals mit 8 Jahren war das auf jeden Fall der mieseste Plot-Twist, den ich kannte. In einem Aspekt sind die beiden sich aber besonders ähnlich. Nämlich in ihrem Verständnis von Träumen. Blackbeard hat ja in One Piece eine der legendärsten Reden über Träume. Die Träume der Menschen sterben nicht. Blackbeard und Ruffy sind romantische Träumer. Beide wollen König der Piraten werden, beide haben komplett unterschiedliche Strategien, um dieses Ziel zu erreichen. Doch das macht die beiden zu so guten Gegenspielern. Wahrscheinlich ist der Grund, warum Blackbeard so begeistert von Träumen ist, weil er selbst nicht träumen kann. Seit dem Flashback von Oden wissen wir, dass Blackbeard anscheinend nicht schläft. Wenn Blackbeard wirklich nicht schläft, hat er zum einen deutlich mehr Zeit, in denen er Dinge tun kann. Außerdem wäre er dann nicht in der Lage zu träumen. Das ist etwas, wozu andere Charaktere easy in der Story in der Lage sind. Vielleicht ist Blackbeard von seinen Träumen so besessen, weil er selbst nicht träumen kann. Dadurch, dass er keinen Schlaf hat, hat er auch keine Träume. Und dadurch muss er die Träume auf eine andere Art und Weise erleben. Indem er seine Realität so formt, wie er sie gerne hätte. So ein wenig wie Pippi Langstrumpf oder Ruffy in Gear 5. Der Grund, warum ich glaube, dass Blackbeard auch einen geheimen Traum verfolgt, ist die Tatsache, dass das Konzept der Träume perfekt zu dem Charakter von Blackbeard passt. Es wird in der Story direkt, aber auch subtil behandelt und es bildet eine perfekte Parallele zu Ruffy. Obwohl Ruffy und Blackbeard so von Grund auf verschieden sind, haben sie bei Träumen eine ähnliche romantische Ansicht. Für den geheimen Traum von Blackbeard spielt aber noch ein anderer Charakter eine wichtige Rolle, nämlich Roxy Zabek und sein Inherited Will. Das Vererben von einem Willen, aber auch von Träumen, ist in One Piece eines der zentralen Konzepte. Roger hat den Willen von Joy Boy geerbt, Shanks den Willen von Roger, Ruffy den Willen von Shanks und dadurch Ruffy auch indirekt den von Joy Boy. Blackbeard wird sehr wahrscheinlich den Willen von Roxy Zabek geerbt haben. Dafür gibt es echt genügend Hinweise. Das erste Schiff der Blackbeard Piratenbande heißt Saber of Zabek. Blackbeard hat Beehive, die Pirateninsel, eingenommen, die einst die Basis für Rocks Piratenbande war. Außerdem scheint Blackbeard aktiv daran zu arbeiten, ehemalige Mitglieder der Rocks Piratenbande zu besiegen. Unter anderem Whitebeard und auch Ochoco. Ich glaube, dass der Wille von Zabek den geheimen Traum von Blackbeard beinhaltet. Ich bin schon mega gespannt, wenn wir Rocks endlich in der Story zu sehen bekommen. Vielleicht weiß ja Future Benny mehr über Rocks und könnte uns was verraten. Ja, weiß ich auch, aber ich darf es euch nicht sagen. Freut euch auf jeden Fall auf Kapitel 1124. Kommen wir nun zu dem geheimen Traum von Blackbeard. Auch Blackbeard will der König der Piraten werden. Doch anstatt einfach nur nach den Poneglyphen zu suchen, versucht der Gute auch ein anderes Ziel zu erreichen. Blackbeard will ein anerkannter König in der Weltregierung werden. Wie wir in Kapitel 1080 erfahren, wollte Blackbeard Corby eintauschen, um Beehive als Königreich von der Weltregierung anerkennen zu lassen. Corby kontert, dass ein Terrorist wie Blackbeard niemals König werden könnte, doch Blackbeard sagt einfach zu ihm, dass es unhöflich ist, die Träume von anderen zu kritisieren. Anscheinend ist es also der Traum von Blackbeard, ein eigenes Königreich aufzubauen. So ein wenig wie Griffith in Berserk. Doch warum will Blackbeard ein Königreich aufbauen? Was hat Blackbeard davon, mit der Weltregierung in Verbindung zu stehen? Er war ja bereits einmal in seiner Piratenkarriere als Samurai der Meere im Dienst der Weltregierung. Diesen Titel hat Blackbeard jedoch nur als Mittel zum Zweck genutzt, um in das Impel Down einzubrechen und um Gefangene aus Level 6 zu befreien. Ich gehe davon aus, dass Blackbeard einen ähnlichen Plan wie damals verfolgt. Das Blackbeard Königreich und die Anerkennung durch die Weltregierung ist nur ein Mittel zum Zweck, um Blackbeards wahren Traum zu erfüllen. Ich glaube, dass Blackbeard ähnlich wie sein Vorbild Roxy Zabek der König der Welt werden will. Ich glaube, dass Blackbeard das Ziel verfolgt, entweder die Tenryubitu zu versklaven, sie abzuschaffen oder sich selbst als das Oberhaupt von ihnen zu positionieren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Blackbeard irgendwie offiziell nach Mary Joa kommen. Der offizielle Weg wäre natürlich der entspannteste. Alle 4 Jahre werden die Könige und Königinnen in der Welt von One Piece nach Mary Joa zur Reverie eingeladen. Blackbeard will ein Königreich gründen, um an der Reverie teilzunehmen, um dann easy nach Mary Joa zu gelangen. Und dort will er dann die Tenryubitu stürzen, um sich als König der Welt zu positionieren. 2 Teufelsfrüchte der Blackbeard Piratenbande könnten dafür unfassbar entscheidend sein. Zum einen die Unsichtbarkeitsfrucht von Shiryu und die Kyuubi-Frucht von Katarina Devon. Das sind die ersten Früchte, die uns von der Blackbeard Piratenbande nach dem Timeskip in Kapitel 925 offenbart wurden. In diesem Kapitel spricht Blackbeard auch über den Kampf der Revolutionäre mit den Admirälen auf der Reverie. Beide Teufelsfrüchte sind perfekt für Infiltrationen geeignet. Katarina Devon kann ihr Aussehen verändern, ähnlich wie die Fähigkeiten der Mane Mane no Mi. Shiryu kann sich unsichtbar machen. Das Awakening der Frucht könnte sicherlich auch dafür sorgen, dass andere Charaktere unsichtbar werden. Was ist also, wenn Blackbeard die nächste Reverie infiltrieren wollte, um seine Bande undercover einzuschleusen und dann die Kontrolle über Mary Joa einzunehmen? Ähnlich wie damals mit dem Einbruch in Simple Down. Auf der Reverie wäre er in der Lage gewesen, alle anderen Könige und Königinnen zu töten. Dieses Ziel hatte ja auch
Goldie Jones. Er wollte der neue König der Fischmenscheninsel werden, um auf der nächsten Reverie dann alle Monarchen abzuschlachen, um sich an den Menschen zu rächen. Blackbeard will sich aber nicht an den Menschen rächen. Ich glaube, Blackbeards Motivation ist eine andere. Ich glaube, dass Blackbeard einfach das schaffen will, was Rocks nicht gelungen ist. Rocks ist es nicht gelungen, der König der Piraten zu werden. Es würde mich nicht wundern, wenn Rocks von den Roadponyglyphen wusste, aber sie nicht alle gefunden hat. Vielleicht war er ja im Besitz von einigen. Rocks wollte auch der König der Welt werden. Dies ist ihm aber auch nicht gelungen. Und nun versucht Blackbeard, dieses Ziel zu erreichen. Rocks wurde wahrscheinlich von seiner Bande hintergangen und von Roger und Garp besiegt. Ich vermute, dass ein weiterer Traum von Blackbeard ist, alle zu töten, die damals im God Valley-Zwischenfall verwickelt waren. Dadurch würde Blackbeard dann zeigen, dass er stärker ist als Rocks. Die Rocks und Roger Piratenbande waren auf God Valley und auch die Marine, einige Tenryubitu und ihre Sklaven. Kaido, Big Mom und Whitebeard sind ja erstmal aus dem Piraten-Game ausgeschieden. Roger ist ja auch bereits tot. An diesen Charakteren kann sich Blackbeard nicht mehr rächen. Doch Garp ist für Blackbeard sehr wichtig. Ich glaube, dass Garp durch Blackbeard fallen wird. Kann es sogar sein, dass Blackbeard Garp in eine Falle gelockt hat? Hat er Corby entführt, damit Garp nach Beehive kommt, um Corby zu befreien? Was ist, wenn Blackbeard nur an Garps Erinnerungen vom God Valley Zwischenfall kommen will? Durch die Memo-Memo-Nomie von Charlotte Pudding wäre Blackbeard dazu auf jeden Fall in der Lage. Pudding kann ja die Erinnerung von anderen entfernen, sie anschauen und sie sogar manipulieren. Pudding könnte Garp theoretisch also die Erinnerung an den God Valley Zwischenfall entziehen, damit Blackbeard erfährt, was wirklich an diesem Tag passiert ist. Das wäre schon irgendwie crazy und wäre eine interessante Möglichkeit für den Flashback zum God Valley Zwischenfall. Mir kam gerade noch eine andere Idee. Könnte die Memo-Memo-Nomie im verlorenen Jahrhundert genutzt worden sein, um die Erinnerung der Menschen zu manipulieren? Es wäre auf jeden Fall eine sehr mächtige Teufelsfrucht, um die Gedanken und Erinnerungen von anderen zu manipulieren. Safe war diese Frucht irgendwann mal im Besitz der Weltregierung. Lasst uns das Ganze noch einmal zusammenfassen. Ich glaube, dass Blackbeard genau wie Ruffy einen geheimen Traum hat. Träume sind für Blackbeard genauso wichtig wie für Ruffy, wenn nicht sogar noch wichtiger. Denn Blackbeard kann eigentlich nicht träumen. Blackbeard will Rocks übertrumpfen und der einflussreichste Pirat auf den Meeren werden. Blackbeard will König der Piraten werden, weil Rocks es nicht geschafft hat. Blackbeard will ein anerkannter König werden, um an der Reverie teilzunehmen, um dort die Monarchen und Tenryubitu zu töten, um dadurch König der Welt zu werden. Ob Blackbeard von Imu Bescheid weiß? I don't know, aber wenn es dazu kommt, wäre es auf jeden Fall interessant. Abschließend will er dann noch alle Charaktere vernichten, die entweder am God Valley Zwischenfall oder dem Fall von Rocks beteiligt waren. Garp, Rayleigh, Miss Buckingham, Stassi und vielleicht noch einige andere sind aktuell die einzigen noch bekannten Überlebenden von diesem Zwischenfall. Wir werden sicherlich auch erfahren, warum Blackbeard so eine Faszination zu Rocks hat. Ich glaube, die Antwort ist ganz simpel. Wir wissen, dass Blackbeard ein Weise war. Wahrscheinlich kommt er aus einer Insel, die den himmlischen Tribut nicht zahlen konnte und somit kein Teil der Weltregierung war. Blackbeard hat dadurch einen Hass gegenüber die Tenryubitu dann entwickelt. Irgendwann muss Blackbeard dann von Rocks erfahren haben. Entweder durch Whitebeard selbst oder durch eine andere Quelle. Als Blackbeard dann erfahren hat, dass sich jemand aktiv gegen die Tenryubitu gestellt hat, wurde sein Wunsch geboren, diesem Charakter nachzueifern. Ruffy und Blackbeard würden dann beide einen Krieg gegen die Weltregierung führen und beide aus sehr validen Gründen. Vielleicht verbünden sich Ruffy und Blackbeard sogar temporär, um Imu zu besiegen. Sie sind beide D-Träger und wir wissen, die D-Träger sind die Feinde der Tenryubitu. Das Ende von Blackbeard könnte auch sehr poetisch sein. Am Ende wird er seine Träume nicht erreichen, doch er wird vielleicht endlich einschlafen können, um so zum ersten Mal richtig zu träumen. Was ist deine Meinung zu dieser Theorie? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romancers, Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Marco Tekert, Nils Otte, Fuselwind, Nils Beretzmann, Thomas Vierter, Marius Ulis, Mark Fees und Gorksen aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.